Hallihallo, ich begrüße euch ganz herzlich hier im TSW 3 von der Strecke Bremen-Oldenburg. Mein Name ist Trains and Play. Wir sind unterwegs mit der Baureihe 103 und zwar als ein PPZ. Ne? Und ja, wir stehen hier gerade auf der Strecke Bremen-Oldenburg. Hier ist auch ordentlich gerade was los. Hier fährt schon der Steuerwagen aus und ich begrüße euch auf allen Kanälen, wo ihr das gerade guckt. Das ist dann entweder auf YouTube, im Kanal von DTG oder auf Twitch oder bei Steam oder später bei mir auf dem YouTube-Kanal, wo auch immer ihr guckt. Ihr seid alle herzlich willkommen und wir sind unterwegs mit der Baureihe 103 von Rail Adventure in einem Repaint von meinem guten Freund Cat Gaming. Hier mit allen Anschriften hier schön an der Seite. So muss es sein. Unterwegs mit der 103-222-6. Und wir fahren PBZ, das bedeutet also, wir haben hier N-Wagen, Steuerwagens dazwischen, IC-Wagen, Dostos, also ordentlich was los. Dann noch eine 101, die da rumsteht, eine Foslo G6, eine 204 steht dort und ich würde sagen, wir steigen einfach mal ein in den Führerstand und rüsten auf und fahren dann los, wobei das Signal hier noch, das Sperrsignal zeigt noch Halt. Ohne Mods heute unterwegs. Der Tatsache geschuldet, dass wir hier auf dem offiziellen Kanal eben von DTG unterwegs sind. Im Zuge des Steam Sales. Dementsprechend heute keine Mods. So. Wir können einfach mal das Stellwerk mal kontaktieren. Fortfahren gemäß Signalbilder. Okay, also das Signal da vorne dürfen wir noch nicht überfahren. Von daher ziehen wir nochmal die direkte Bremse an. So. Fahrtrichtungswende ist in Vorwärtsstellung. Da machen wir uns die PZB an mit Steuerung Enter. Ansonsten muss man auf die in den anderen Führerstand klettern. Lichter sind noch nicht an. Dazu einmal hier die Beleuchtung an. Haupt- und Instrumentenbeleuchtung an. Hilfssteuerung nachziehen. Spitzensignale sind an und hinten haben wir zweimal rot. Sehr schön hier in Oldenburg, Geburtsstadt von Glashäufer Umlauf unter anderem, auch von Jeremy Fragrance. So, jetzt haben wir Fahrt und lösen noch die direkte Bremse und schalten langsam Leistung auf. Obere Zugart, das wird so von den Bremshundertstel hoffentlich passen. So. Instrumentenbeleuchtung ist auch soweit an. Auch hier können wir die Schalter noch auf Hochstellen, LED anzeigen. PZB ist im Wechselblinken, allerdings dürfen wir ausfahren mit 60. Und wir haben Fahrt, das heißt also, wir können uns auch befreien. So, ja, schön, ne? Schönes, schönes Repaint. Hinten die N-Wagen. Herrlich. Da links noch 612. Hier noch eine 363. 363 müsste das sein. Genau. Herrlich. Machen wir mal noch einen Screenshot oder zwei. Ah, jetzt waren genau die Masten davor, natürlich. Schon wieder machen wir es von dieser Seite. Ist sowieso viel schöner, so haben wir den ganzen Zug einmal drauf. Herrlich. So, noch ein bisschen mehr Leistung aufschalten. Und dann geht es auch schon nach Bremen runter, ohne Zwischenhalt. Hoffentlich schauen wir mal, ob wir tatsächlich durchkommen in einer grünen Welle oder zwischendurch doch mal an den Rand gelotst werden. Wir haben jetzt vielleicht nicht die allerhöchste Priorität, während wir hier an dieser wunderschönen Eisenbahn-Rollklappbrücke vorbeifahren. Ein architektonisches Meisterwerk meines Erachtens. Ja. Also sehr, sehr interessant, die Technik, die hier verbaut ist, dass die Brücken praktisch zur Hälfte hochklappen können, wenn ein Schiff kommt. Da sehen wir schon das Schiff kommen.
Ja, und dann haben wir hier diese Trennstellen der Oberleitung. Also super, super interessant. So, ein bisschen mehr Leistung können wir aufschalten und dann dürften wir eigentlich gleich auch schon auf Streckengeschwindigkeit hoch. Genau, jetzt dürfen wir 100 km/h fahren. Vmax sind für uns heute 140, der Tatsache geschuldet, dass die N-Wagen nicht mehr als 140 zulassen. Moment, das machen wir mit der Kamera 3. Genau, ne, da sehen wir es, 140 km/h. So, dafür müssen wir aber trotzdem ein bisschen mehr Leistung aufschalten. Einmal am Bahnübergang vorbei. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich finde die Intercity-Wagen klingen am schönsten, oder? Was meint ihr? So, Leistung hoch. Ab hier dürfen wir dann 120, sobald der Zug einmal komplett an der Tafel vorbeigefahren ist. Hier haben wir noch ein paar Kühe. Sehr schön. Die wahren Bewohner des Nordens. Kleiner Scherz. Ich bin nicht aus dem Norden. Auch wenn ich ehrlich gesagt den prinzipiell den norddeutschen Dialekt unglaublich cool finde. Ich bin kein großer Fan von Dialekten an und für sich, aber der Norddeutsche, ja, der ist schon ganz cool. Ne? Aber ich kann ihn eigentlich nicht wirklich sprechen. Aber gut, dass wir nicht auf Dresden-Chemnitz unterwegs sind, sonst würde ich jetzt anfangen zu sechseln und ich glaube, das will auch keiner. Ja, unterwegs mit der Baureihe 103, dass hier die Führerstandsbezeichnung bzw. die Loknummer eine andere ist als das Freepaint, das bitte ich an dieser Stelle einfach mal zu ignorieren. Das lässt sich technisch nicht aktuell umsetzen durch den Creators Club bzw. durch den Livery Designer in der aktuellen Version. In der Hoffnung, dass irgendwann mal ein Update dafür erscheint. Aber genau, unterwegs mit der 103, dem Flaggschiff der Deutschen Bundesbahn, dem Traum jedes Bahnnostalgikers und jeder Nostalgikerin, die wohl vielleicht schönste Lok, die jemals auf deutschen Schienen unterwegs war. Meines Erachtens zumindest. So, wir rollen hier mit 99 km/h durch die Gegend, das passt auch ganz gut. Ich dachte, wir dürfen 120 fahren, war da gerade eben nicht eine Tafel, die uns 120 signalisiert hat? Ich meine schon. Naja, gut, dann halten wir uns mal an dem, was es hat und sagt. Da geht's heute hin, Port des Bremen. Vorne der Bremer Hauptbahnhof. Hier vorne ist Oldenburg. Ja. Okay, wir werden ein bisschen langsam. Vorsignal zeigt Fahrt an. Und da kommt uns noch 110 entgegen. Also, um das einmal ganz kurz zu erklären, wir sind hier unterwegs im Fahrplan mit der 103. Die Baureihe 103 aus der linken Rheinstrecke hat zwei Fahrplanfahrten hier auf Bremen-Oldenburg als Layer bekommen. Das sind eben genau diese PBZ-Fahrten. Ja, einmal morgens und einmal jetzt hier im Nachmittag um 17 Uhr, früher Abend. Die 103 wird aber nicht mitgeliefert mit der Strecke. Mit der Strecke mitgeliefert wird neben diesem Layer für die 103, die Baureihe 110, in Verkehrsrot mit den N-Wagen und dem Karlsruher Kopfsteuerwagen. Leider nicht mit dem Wittenberger Steuerwagen. Den fände ich auch ganz toll. Der Wittenberger. Und
zusätzlich auch noch die Baureihe 425, die den S-Bahn- und Regionalzugdienst hier ebenfalls zusammen mit der 110 erledigt. Genau. Und nicht zu vergessen, für den Güterverkehr zuständig die Baureihe 155 in der wundervollen blauen Pressnitztalbahnlackierung. In der Hoffnung, dass es nicht die einzige Pressnitztalbahn-Lok sein wird. Die Pressnitztalbahn hat nämlich auch 218er. Oder hatte zumindest. Es gibt auf jeden Fall Bilder der Baureihe 218 in Pressnitztalbahn blau. Zwischen Hamburg und, ich glaube, Kiel unterwegs. Also wäre natürlich sehr, sehr cool, wenn irgendwann mal die 218 kommen würde. Die Pressnitztalbahn blau ist auf jeden Fall sehr zu begrüßen. Ansonsten die Fahrzeugflotte der Pressnitztalbahn müsste ich gleich mal nachgucken zwischendurch, was die da sonst noch so im Angebot haben. Aber auf jeden Fall sehr, sehr cool, dass wir hier mit der Strecke praktisch ein neues EVU bekommen haben, ein Eisenbahnverkehrsunternehmen. Im Englischen nutzt man den Begriff TOC, Train Operating Company. Und hier haben wir halt mit der Strecke endlich mal wieder einen neuen bekommen. Was schon ganz cool ist. So, wir sind tatsächlich auf 100 km/h beschränkt. Ich glaube, es liegt an der Vmax des Zuges, aber ich weiß nicht genau warum. Weil, wie gesagt, die N-Wagen schaffen 140, die Intercity-Wagen schaffen 200 und die Dosto schaffen 160. Heißt also, wir dürfen locker eigentlich 140 fahren. Ich meine, wir sind ja auf einer oberen Zugart unterwegs, von daher müsste das ja theoretisch kein Problem sein für unsere Bremsen. Andererseits, ich habe keinen Bremszettel ausgefüllt, ich habe keine Bremsmatzel ausgerechnet. Es kann natürlich sein, dass es tatsächlich sinnvoller ist, um 100 km/h zu fahren. Wenn ich glaube, dass unsere 103 locker mehr schaffen würde. Außer die Zugbremse funktioniert nicht durchgängig. Ergibt das Sinn, technisch gesehen? Weil wir haben ja hier einen Steuerwagen, weil doch die Bremsschläuche sind ja schon miteinander verbunden. der hängt hier so in der Luft, das sollte glaube ich nicht so sein. Aber ansonsten sind die ja miteinander verbunden. Dementsprechend müsste es theoretisch schon so sein, dass wir über die komplette Bremskraft des Zuges verfügen. Dementsprechend glaube ich auch, dass die Entscheidung, in der oberen Zugart zu fahren, schon durchaus die richtige ist. Aber okay, vielleicht haben wir halt einfach gesagt bekommen, wir dürfen nicht schneller als 100 fahren, vom Fahrdienstleiter oder vom EVU, von wem auch immer. Wir sind hier unterwegs im Dienst von Rail Adventure, die ja absolute Experten sind auf deutschen Schienen für den Bereich PBZ und sonstige ziemlich besondere Züge, auch Sonderzüge, ne? Fahren die glaube ich auch. Vor allen Dingen halt eben PBZ-Züge, das machen die unter anderem mit der Baureihe 103 hier. Machen die aber auch, wo sie ein bisschen bremsen. So, hohe Abbremsung ist aktiv. Soll sie auch sein. So, also ne, der Rail Adventure hat neben der 103 auch die 111, die Baureihe 111. So, wir sind zu schnell. Unterbremsen. Los! 500 Hertz Magnet ist auch schon da. Ah, schaut an. Das Signal ist umgesprungen. Wir scheinen jetzt wohl einer Regionalbahn hinterher zu fahren. So, ich hoffe, dass die Bremsen jetzt lösen. Ok.
können ja theoretisch hier Bremse lösen aktivieren. So, Bremszylinder ist fast leer. Und 500 Hertz Magnet müsste, Leuchtmelder müsste jetzt ausgehen, ist er auch. Und wir dürfen 120 fahren, also befreien wir uns auch. Okay. Ja, das nächste Signal kündigt auch schon. Ja, doch nicht gerade umgesprungen. Wir scheinen wohl jemandem hinterher zu fahren. Ja. Nee, doch nicht. Der Zug ist wohl. Nee, da. Sieht aus wie N-Wagen. Können wir eigentlich während der Fahrt die Türen öffnen? Nee, sehr gut. Was ist denn mit den Intercity-Wagen? Gibt auch nicht. So soll es ja auch sein. Ach, Intercity-Wagen, herrlich. Herrlich, herrlich, herrlich. Wie wäre es, wenn die Deutsche Bahn sich mal ein neues Farbschema ausdenken würde? Was würdet ihr davon halten? Statt dem Rot als Grundfarbe vielleicht ja, Grün gibt es schon auf deutschen Schienen im Fernverkehr. Vielleicht Schwarz, oder? Also wenn wir dann hier bei den N-Wagen hätten wir dann praktisch schwarze als Grundfarbe mit den weißen Streifen. Und bei den Intercity-Wagen hätten wir dann weiß mit schwarzem Streifen. Wie wird das aussehen? Hier haben wir ein paar Güterwagen aus verschiedenen DLCs, meine ich. Die werden nicht alle mitgeliefert. Oh, und da haben wir auch schon besagte Baureihe 155. In Pressnitztalbahnlackierung. Eisenbahnbau und Betriebsgesellschaft Pressnitztalbahn am Bahnhof 78 in Jüstadt. Disposition at pressnitztalbahn.com. Aha. Herrlich. Eine wundervolle Lok. Baureihe 155, ganz toll. Auch im TSW meines Erachtens eine vergleichsweise schöne Lok eigentlich, die 155. Qualitativ schon soundtechnisch nicht perfekt, muss man dazu sagen, aber ansonsten von der Fahrphysik her und so ist die, glaube ich, schon ganz gut. Ja, da sind wir jetzt noch gute 22 Kilometer unterwegs. Die Hälfte der Strecke ist damit mehr oder weniger geschafft. Finde ich immer wieder schön, hier am Bahnübergang stehen. Mache ich irgendwie ganz gerne. Auch in Realität kommt das sehr selten vor, dass ich überhaupt am Bahnübergang stehe, weil hier, wo ich wohne, gibt es kaum Bahnübergänge. Die gibt es ja mehr nur so auf ländlichem Raum, eigentlich. Und ich wohne halt nicht auf dem Land. Ne? Was soll man machen? So, gehen die auch noch irgendwann hoch oder kommt noch ein weiterer Zug? Es kann dann natürlich sein, dass immer noch ein anderer Zug kommt.
Mal ganz kurz einen Schluck Wasser genehmigen, denn es ist sehr, sehr, sehr warm und wir müssen einmal ganz schnell mit der Leistung runter und einmal anhalten, denn wir haben halt zu erwarten, das bestätigen wir natürlich, noch PZB wachsam, haben auch schon die 85 unterschritten und gucken, dass wir nicht eine Zwangsbremsung bekommen. Oder das rote Signal ja, überfahren. Das steht, glaube ich, da vorne. Oder da vorne. Ja. Das sieht ziemlich rot aus. So, 2 Bar im Bremszylinder. Ja, ich glaube, das müsste reichen, um uns runter zu bremsen. Ja, noch ein bisschen mehr Bremsdruck, bitte. 500 Hertz Magnet ist an. Vorsignal Wiederholer. Bestätigen wir natürlich. So. Und wenn wir Glück haben, dann können wir einfach direkt über das Signal rollen, bevor wir anhalten, weil das Signal umgesprungen ist. Okay, dann halten wir an. So. Ja, so viel zum Thema grüne Welle, ne? Dann können wir uns auch eigentlich ganz kurz umgucken. Sind wir direkt hier am Bahnsteig? Nee, der Bahnsteig ist ein bisschen weiter hinten. Dann können wir uns aber dort einmal ganz kurz umgucken. Hier war doch irgendwo ein Bahnsteig. Oh, einmal aus der Karte rausgeflogen. Das ist der Haltepunkt Burgholzberg. Hier eine Streckenkarte. Gute Dame, Sie laufen auf dem über dem markierten Bereich hinweg. Hier noch so ein Poster, das man aktivieren kann. Anscheinend war ich noch nie hier auf dem Bahnsteig. Setzen Sie sich doch hin. Was stehen Sie denn hier rum? Okay. Ah, sehr schön. Signal zeigt Fahrt. Wir warten, bis sich die Bremsen lösen. Und können dann mit unserem Fahrstufenregler, dem sogenannten Lenkrad, wie Experten dazu nicht sagen, Leistung aufschalten. Können wir langsam hier die Stufen eintasten. Diese Zahlen hier auf der Außenseite, das war praktisch früher noch für die AfB gedacht. Allerdings hat nach einem recht schlimmen Eisenbahnunfall, wo die AfB und LZB in Kombination bei der 103 eine Fehlfunktion hatten und es zu einem krassen Unfall geführt hat, wurde danach die AfB ausgebaut oder deaktiviert bei den 103ern, um weitere Unfälle zu vermeiden. Dementsprechend gibt es hier noch halt diese Zahlen, ne, links und rechts, beziehungsweise, ja, hier ist es in diesem Sinne links, hier ist es rechts. Es ist letztlich ja immer abhängig von der Perspektive. Also davon nicht verwirren lassen, das gibt es in diesem Sinne nicht mehr. Was es allerdings noch gibt, ist hier die Trafo-Umschaltung. Die brauchen wir ehrlich gesagt eigentlich gar nicht, weil wir die nur für höhere Geschwindigkeiten in der Regel einsetzen. Aber die ist auf jeden Fall eingebaut und funktioniert, nämlich dass für eine gewisse Zeit mehr Leistung vorhanden ist, weil mehr Gewinde aus der Oberleitung abgegriffen werden mit den Stromabnehmern. Thema Stromabnehmer der 103er. Ich glaube, wenn ich das richtig gelesen habe und es noch richtig im Kopf habe und das nicht verwechseln mit irgendwas anderem, dann
Sind das hier eigentlich die Stromabnehmer, die mal ursprünglich bei der Baureihe 111 verbaut waren? Ja, also hier die 111er Stromabnehmer. Und die haben dann wiederum diesen Schernstromabnehmer der 103er bekommen. Meine ich zumindest, so mal gelesen zu haben. Aus welchem Grund auch immer, wird schon irgendeinen Grund gehabt haben. Aber ist auf jeden Fall ein ganz interessanter Side-Fact. Ich würde sagen, wir beschleunigen vergleichsweise langsam mal auf unsere zulässige Höchstgeschwindigkeit, weil wir ja eh einem Zug hinterher trödeln und so müssen wir vielleicht nicht ständig anhalten, sondern können vielleicht mal mit, mal ohne PZP-Beeinflussung halbwegs eine Geschwindigkeit halten. Da kommt uns herrliches Repaint, auch von Cat Gaming, eine 110 in TEE-Lackierung entgegen. Gibt es auch im Creators Club. Schalten wir mal wieder auf. So, Signal zeigt glücklicherweise Fahrt an. Und haben noch ungefähr 16 Kilometer vor uns, bis wir in Bremen ankommen. Bremen, die Stadt wiederum, aus der ein anderer sehr berühmter norddeutscher Entertainer kommt, nämlich Jan Böhmermann. Bremen-Fegesack. Gibt es, glaube ich, als Karte in Omsi, ne? Bremen-Fegesack. Hat also auch seine Repräsentation in irgendeinem Simulator gefunden. Verrückt, oder? Wenn dann irgendwelche Städte und Orte und so, die man kennt, wenn die dann plötzlich im Simulator drin sind. Also alle Leute, die jetzt hier zwischen Bremen und Oldenburg wohnen, die können ja jetzt ein Lied davon singen, wie cool das so ist letztlich, ne? Dass die eigene Stadt dann vertreten ist. Okay, die Wahrscheinlichkeit, dass Leute, die in einer Großstadt leben, natürlich eher in so einem Simulator vertreten sind, ist um einiges höher als jemand, der in Hintertupfing wohnt oder in Kissing oder in Bad Malente oder so. Aber ne, die
Strecke von TSG, die Niddertalbahn, hat auch gezeigt, ja, auch die ein oder anderen kleineren ländlichen Gegenden haben auch mal Repräsentation im Spiel. Vorteil hat das allerdings natürlich trotzdem, wenn man entlang einer Hauptstrecke wohnt, die zwischen zwei Großstädten führt. Ja, also zwischen Hamburg und Hannover zum Beispiel. Da gibt es viele Orte. Und dann ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass die eigene Stadt vielleicht doch irgendwann mal im TSV auftaucht. Ich habe das Gefühl, wenn man dieses Fenster so öffnet, bei 200 km/h Fahrt, wenn man es auch nur minimal öffnet, dann fliegt das einem sofort nach hinten weg, oder? Ja, naja. Signale zeigen jedenfalls Fahrt an. So muss das. Und jetzt sind wir, also im Speckgürtel von Bremen sind wir noch lange nicht. So groß ist Bremen jetzt auch nicht. Soll aber eine schöne Stadt sein. Ich persönlich war noch nie in Bremen, außer dass ich, glaube ich, mal am Bremer Hauptbahnhof vorbeigefahren bin. Da saß ich allerdings im Zug selbst, ohne in Bremen auszusteigen. Von daher habe ich nicht so viel von Bremen gesehen. Wo sind wir denn hier? Delmenhorst. Also ich muss sagen, von allen Lackierungen, die es für die 103 in Realität gibt, ist die Rail Adventure Lackierung doch die hässlichste. Da muss ich wirklich zugeben, es ist, also sagen wir mal, ästhetisch nicht extrem wertvoll. Da gibt es auf jeden Fall schönere Lackierungen. Vielleicht sieht das ja irgendjemand mal von Rail Adventure und überlegt sich mal ein neues Corporate Design oder sowas. So, ich bleibe mal bei 2 Bar. Versuchen die halbwegs zu halten. Und schauen mal auf Signal. Mir fehlt das jetzt gerade hier so ohne Mods, dass man nicht mehr so weit zoomen kann. Schon ein Vorteil. Das ist das Signal. So, anhalten. Da ist der 500 Hertz Magnet. Da ist die Türsteuerung bzw. die Türfreigabe. Sie fasst übrigens heute aus. So, schauen wir mal, dass wir das an das Signal langsam ranrollen, in der Hoffnung, dass es vielleicht noch umschwenkt auf grün. Ja, umschwenken ist natürlich jetzt die falsche Bezeichnung für ein Lichtsignal. Wäre aber durchaus die richtige noch für ein Formsignal, denn da schwenkt ja tatsächlich der Signalmast bzw. der Signalarm. Auch eine interessante Metapher an den Arm. So, wir halten auf jeden Fall, bevor ich jetzt wieder anfange, über Metaphern-Theorien zu schwadronieren. Das möchte sich ja keiner anhören. Bleiben wir mal lieber bei der Eisenbahn und dem Signal, das uns hier nicht weiterfahren lassen möchte. Signal Nummer 100N152. Was haben wir hier? Hier ist einfach irgendwie ein Feldweg. Okay. Paar Abstellgleise hier. Signal ist umgesprungen.
Umgesprungen, ja, auch eine interessante Metapher, by the way. Aber ich lasse es sein. So. 11 Kilometer noch. Das ist auch ein interessantes Bild, oder? Ne? Mit dem Steuerwagen, der hier an dem N-Wagen noch dran ist. Ich habe mir hier im HUD natürlich die Signalaspekte ausgeblendet. Vielleicht blende ich sie mal ein. Der Bahnsteig ist ja mal richtig voll hier. Die Tiki hat sich hier vorne selbst mal verewigt. Fast erreicht. Das Signal ist grün. So muss er doch. Noch gut 6 Kilometer vor uns, was halt auch nicht mehr so viel ist. Dann sind wir im Grunde genommen auch schon fast an unserem Ende hier angekommen. Also nicht an unserem Ende. Ich bin noch nicht an meinem Ende. Allerdings sind wir am Ende dieser Strecke dann angelangt, beziehungsweise dementsprechend auch des Videos, aber das Ende ist noch 5,7 Kilometer entfernt. Oh, schön. Ein Fluss.
Legendäre 103. Ich habe ehrlich gesagt nie damit gerechnet, dass wir mal eine 103 bekommen in dem TSW. Zumindest nicht so früh, in Anführungszeichen. So, das brauchen wir nicht zu beschädigen. Ich hätte gedacht, dass das locker noch ein bis zwei Jahre vielleicht dauert, bevor wir mal ein TSW, bevor wir den TSW bekommen, nee, bevor wir die 103 bekommen. Den TSW haben wir ja schon seit, keine Ahnung, wie vielen Jahren jetzt mittlerweile, seit 5? Kann das sein? Wann hat TSW ursprünglich mal gelauncht? Das ist jetzt schon ein paar Monde her. Ja. So, 4 Kilometer noch über diese Brücke hier hinweg mit einer Ankündigung auf 60, also Leistung raus. 185 kommt uns entgegen. Wir bestätigen einmal mit PZP wachsam und verlangsamen. 60. Natürlich brauchen wir nicht so viel Bremskraft. Wie gesagt, die hohe Abbremsung ist aktiv. Das heißt also, wir haben ganz schnell auf eine ganz hohe Bremskraft. Wir haben ganz schnell eine ganz hohe Bremskraft zur Verfügung. Jetzt sehen wir auch, wie schnell der Bremszylinder gefüllt wird. Dementsprechend brauchen wir auch wirklich nur ganz kurz da rein zu bremsen und können auch immer wieder direkt auslösen, um nicht zu schnell irgendwie zum Halten zu kommen. So, das müsste jetzt reichen. Bis sich die Bremsen gelöst haben, werden wir die 60 erreicht haben. Vielleicht auch schon unterschritten haben. Also das bestätigen wir natürlich. So, 60 haben wir erreicht. 59 sogar. Nehmen wir vielleicht ein, zwei Fahrstufen wieder rein. Ab hier gelten die 60. Aber wir können auch eigentlich rollen lassen. Ah, doch nicht. Hier einmal über den Fluss hinweg. Über die Weser wird es ja dann wohl sein, ne? Das wird ja dann auf jeden Fall die Weser sein, mit diesem schönen Schiff dort. Und was auch ganz cool ist, ist, dass hier erstens das Signal bestätigt werden muss. Zweitens, diese Firma hier links hat auch tatsächlich das DTG-Logo drauf. Also hier, DTG Logistics. Finde ich irgendwie ganz witzig. Das wird wohl in echt, weiß ich nicht, vielleicht DHL oder sowas sein. Ja, man merkt, Bremen ist eine Autostadt schon, ne? So von der Infrastruktur her, glaube ich, sehr autolastig. Wirkt auf jeden Fall hier so mit den ganzen Autobrücken und so. Naja. So, nehmen wir mal ein bisschen die dynamische Bremse rein für die letzten paar km/h, die wir noch runter müssen mit der Geschwindigkeit. Ja, 40 sind gleich erreicht. Ja, nehmen wir noch ein bisschen. So, bestätigen wir. Und hier haben wir die Ankündigung nochmal auf 40. Vorsichtmal Wiederholer. Bestätigen wir auch. Und ab hier gelten tatsächlich die 40, da wir bergab fahren. Beschleunigen wir allerdings, das heißt also, wir sind zu schnell. Da vor uns erstreckt sich jetzt der Bremener Hauptbahnhof.
Also an dem Bahnübergang möchte ich nicht stehen. Hier kommen bestimmt sehr viele Züge. Der ist vollgepackt mit Dostos, mit N-Wagen. Ist das da vorne? Nein, ich dachte kurz, das ist ein Stadion. Da ist eine 110, da ist noch eine 110. Da ist eine 101. Einmal hier. Ach, schön, diese Schienenstoßgeräusche, ne? Diese weichen Stoßgeräusche. 101 steht hier. Ach, schön. Hier noch eine 110 in dieser blauen Lackierung. Ankündigung auf 60. Und wir sollen gleich anhalten in 800 Metern. Unser Signal zeigt noch Fahrt. Da vorne irgendwo in die Abstellung geht's dann. 612er hier aus Dresden-Chemnitz. Ja, danke Motion Blur für dieses tolle Bild. Guck mal, wie viele Loks da hinten abgestellt sind. Sehr schön. Ach, so viel. 187. Ja, die ist, glaube ich, ein bisschen unzeitgemäß hier. Eine 112. Also eine Bundesbahn 112, 155, noch eine 187, 110er, eine 182 sehe ich da hinten auch noch in dem unscheinbaren MRCE schwarz. Und noch eine 110. Ach, ist das herrlich mit all diesem Rollmaterial hier. Wenn wir jetzt nur noch so Special-Züge hätten, wie, oh, wir müssen hier anhalten. Wenn wir jetzt noch so Special-Züge hätten, wie sowas wie solche Baustellenzüge und sowas, ne, das wäre ja mal richtig cool. Naja, gut, dann bedanke ich mich ganz herzlich fürs Zuschauen. Ich verabschiede mich dann, Moment, gehen wir noch hier direkt zurück zum freien Spiel. Ich verabschiede mich von euch und hoffe, dass ihr Spaß hattet. Bremen-Oldenburg gibt es aktuell, wenn das Video rauskommt, im Sale. Genauso wie viele andere DLCs. Also wenn es euch interessiert, einfach mal vorbeischauen. Und ansonsten freue ich mich, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Ich bin Trains & Play. Kommt gerne bei mir auf dem YouTube-Kanal. Kanal vorbei. So, sprechen muss man auch noch können. Keine Sorge, auf meinem YouTube-Kanal kann ich noch schlechter sprechen. Alles Gute, alles Liebe, ciao.